Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr erraten könnt, geht es heute wieder um Zigarillos. Die sitzen wie immer in meinem Werkzeugschuppen. Und heute kommt die letzte Episode der Handelsgold. Beziehungsweise eigentlich ist es die letzte, aber eigentlich auch nur die vorletzte, weil ich habe da noch was im Petto. Dazu nachher mehr. Und nun wünsche ich euch mal viel Spaß mit dem Video. Heute dreht es sich um die Handelsgold Blond mit Vanillegeschmack. Das ist eine ganz klassische Sorte von den Handelsgold. So sieht die Packung aus. Sieht halt aus wie immer, nur halt in Gelb bzw. in Beige. Passend zum Vanillegeschmack. Es strömt mir ein leichter Geruch in die Nase. Kann ich aber jetzt so nicht als Vanille identifizieren. Ich hole mal einen raus. So sehen sie aus, wie immer. Nur halt mit einem gelben Etikett. Diese wunderbaren Zigarillos haben wir immer eine Länge von 9,8 cm und einen Durchmesser von 11 mm. Sind immer im Bünde hergestellt, sind immer im Purito-Format, haben immer ein Ringmaß von 28 und haben immer einen Bandtabak und sind maschinell hergestellt. Auch wie heute, so wie sonst, eine 5er Packung für 1,20 Euro. Kann man nicht meckern zu dem Preis. Wir riechen einmal dran. Ja, hier hinten riecht es einfach nur nach Tabak. Und hier vorne riecht es nach Vanille am Mundstück. Das liegt daran, weil die vorne gesüßt sind. Die anderen Sorten auch. Beim losen Durchziehen. Ein leichter Vanillegeschmack auf der Zunge. Ein angenehmer Zugwiderstand, sehr leicht zu ziehen. Schmecken gar nicht so doll nach Vanille, wie ich gedacht habe. Man hat einen leicht vanilligen Geschmack auf der Zunge, auch leicht auf den Lippen. Ich finde, es schmeckt wirklich sehr angenehm. Schmeckt aber nicht so doll und billig nach Vanille, wie ich das gedacht habe. Ich würde das mal als zurückhaltendes Vanillearoma bezeichnen. Der Tabak ist auch nicht so stark wie bei den Klassik von der Handelsgold. Sonst sage ich ja immer, ob es eher in die feminine Richtung geht oder ob es eher maskulin ist. Diese Handelsgold Blond kann ich nicht zuordnen. Ich finde, für eine feminine Zigarre ist es zu männlich und für eine maskuline ist es, glaube ich, eher zu weich. Obwohl ich es wirklich sehr angenehm finde. Ich finde, das ist eine schöne Einsteigerzigarre, Einsteigerzigarillo. Jetzt kommt auch der Vanillegeschmack durch. Für Einsteiger ist es, glaube ich, so das Ideale, was man rauchen kann. Muss man wirklich sagen, es ist nicht zu stark, es ist nicht zu schwach, es ist nicht zu künstlich. Diese Vanille hat was sehr Beruhigendes. Der Rauch riecht nach Vanille. Unglaublich. Aber auch nicht unangenehm. Ihr seht schon, mein Aschenbecher muss mal leer gemacht werden. Hab viel getestet in letzter Zeit. Den habe ich natürlich selber gebaut. Video werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Die lassen sich leicht abaschen, wie alle Handelsgold. Ich habe schon oft empfohlen, dass man diese Zigarillos auch gut mit einem Kaffee kombinieren kann. Aber keiner Sorte ist eine Kombination so gut wie zwischen Kaffee und Zigarette so gut wie hier. Ich habe mir wieder einen Kaffee mitgebracht. Das schmeckt gut. Der Kaffee verteilt natürlich durch seine Flüssigkeit den ganzen Geschmack von einem Zigarillo, von der Zunge, im ganzen Mundraum. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Wirklich sehr entspannend, sehr relaxend.
qualmt ganz gut, muss ich sagen. Die Rauchdauer ist hier genauso wie bei den anderen Sorten zwischen 10 und 15 Minuten, je nach Situation. Ich finde, dass das eine sehr eher eine Zigarre ist, für ein Zigarillo ist für eine gemütliche Stunde, darum würde ich mal sagen, so 15 Minuten ist ein realer Wert. Schön mit Käffchen dabei, kann man gut, ist eine schöne Situation. Zugwiderstand ist auch beim Rauchen ganz angenehm, sehr leicht. Die lassen sich nicht schwerer ziehen als eine ganz normale Zigarille oder eine ganz normale Zigarette. Kann ich wirklich empfehlen. Die Handelsgold Blondes ist wirklich meiner Meinung nach die beste Einsteiger-Zigarre, der Einsteiger-Zigarillo. Das heißt, Einsteiger-Zigarillo ist es nicht. Also ich finde, das ist eine gute Vorstufe, um richtige Zigarren zu rauchen. Ich persönlich denke immer so, die normalen Zigarillos im Zigarettenformat sind sozusagen die Einstiegsversion zu diesen dickeren Zigarillos, und diese dickeren Zigarillos sind halt die Vorstufe für richtig dicke Zigarren. Damit bedanke ich mich jetzt auch fürs Zuschauen. Das war's wieder für heute. Ich asche nochmal ab. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr es gerne liken, könnt mich auch gerne abonnieren. Kommen noch etliche weitere Videos, auch zum handwerklichen Bereich. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich habe noch was geplant. Ich wollte noch mal ein Gesamtresümee ziehen zu allen Sorten von den Handelsgold, die ich jetzt getestet habe. Jetzt habe ich ja alle 10 Sorten durch. Und denke ich mal, es ist Zeit für ein Resümee. Das wird in den Morgen oder die Tage kommen. So, tschüss.